Yo, meine Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von League of Legends A bis Z. Und heute spielen wir eine wunderschöne Runde mit den Ivern im Jungle gegen ein Lee Sin im Jungle. Und mal schauen, wie die Runde werden wird. Ja, auf jeden Fall, was soll ich sagen? Jungle ist ja sowieso eine wunderschöne Lane. Dann noch ein Iron. Ich bin halt umso mehr jetzt gespannt, wie die Runde werden wird. Ich habe keine Ahnung, wie man mit ihm spielt. Absolut keine Ahnung. Also, wir fangen zumindest mit der Q an. Das weiß ich. Und mehr weiß ich aber auch nicht. Das heißt, die Passive, ne? Wir fügen nicht epischen Jungle-Monster keinen Schaden zu. Stattdessen kann Iron mit einem Restig auf einen Jungle-Monster einen Hallen erschaffen. Und kostet im Laufe von 4 Sekunden heranwächst. Ist der Hallen verblüht, befreit Iron mit einem kleinen Klick den Jungle-Monster und hält Gold sowie Erfahrungen. Zerschmettern gegen einen Hahn werden die Dschungelmonster sofort befreit. Ab Stufe 5 erscheint ein zusätzlicher Buff. Okay. Also, wir können mit unserer W auf jeden Fall wohl solche Gewächse machen. Mit dem E verlangen wir einen Buff. Wir können damit ein Schild erzeugen, der explodiert. Damit können wir irgendwie Daisy rausholen. Daisy heißt ja, glaube ich, ne? Ja, ist eine gute Frage. So. Dann gucken wir mal nach, was das im Endeffekt ist hier. So. Und dann habe ich echt keine Ahnung, was da passiert gleich. Also hier können wir auf jeden Fall noch was machen. Zack. Wie ich sehe, verlieren wir gerade auch Erfahrung oder wir verlieren Leben und Mana durch sowas. So. Dann machen wir das einmal so. Was auch immer. Vielleicht gehört das ja so, vielleicht auch nicht. Also Moment, ist der Hain erblüht, befreit aber mit einem weiteren Klick die Dschungelmonster und erhält Gold sowie Erfahrung mit einem Klick. Worauf gehen wir als nächstes? Auf E. Können wir gleich auf uns den machen, ne? Aber mit einem Klick. Hm. Okay, mal schauen. Wenn ich das mal so mache. Dann müsste ich ja... Achso, dann haben wir einen grünen Punkt. Das heißt, wir können ihn abholen, ne? Dann holen wir uns den mal eben hier ab. Ich habe keine Ahnung, ob ich damit jetzt richtig spiele oder nicht. Zack. Okay, ist ja wieder ein ganz anderer Champion, ne? In der Ansicht. So, damit sind wir schon mal Level 3. Sehr gut. Keine Ahnung, ob ich das gut gerade spiele oder nicht. Sehr gut an Midlane. Ja, das ist, also wie gesagt, Ivern ist, glaube ich, wir gehen mal auf, ich glaube, man spielt mit dem Support Ivern, oder? Ja, wir gehen auf Support Ivern, weil das wird mir sonst zu gefährlich. Also guck mal, dann holen wir uns einmal hier nochmal Leben ab. Den können wir uns einmal nochmal abholen. Aber ich finde, wir leveln irgendwie schnell. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, also ich weiß ja nicht, ob das stimmt oder nicht stimmt. Guck mal, den smiten wir dann einfach mal weg, würde ich mal sagen. So, zack. Perfekt. Und dann können wir nämlich direkt einmal runtergehen. So, worauf gehen wir denn? Wir gehen auf E. Gut, dann machen wir das mal. Wir gehen auf E. Vielleicht helfen wir mal ein bisschen hier. Ein bisschen hier die. Sehr gut. Weg mit Ahri. Zack, gehen wir mal einen Daumen hoch. Achso. Okay. Ach Mist. Ey, was macht denn der? Oh, was macht denn Garen? Alter, der ist ja mega dumm, der Typ. Ah, das check ich jetzt gerade nicht, was er gemacht hat. So ein Vollidiot. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gut, dann habe ich keine Ahnung. Warum kann ich mir den nicht holen? Achso, das dauert bestimmt, ne? Dann machen wir das einmal so. Und dann smiten wir den einmal weg und gehen in die Base zurück. Deadwatch. Also Midlane ist gerade auch voll am raushauen. Wir werden dessen auch 1-0-1. Läuft bisher sehr, sehr gut. So, wir gehen auf Support, ne? Habe ich gesehen. Auf was gehen wir denn dann? Auf dieses hier, ne? Dann machen wir das mal. Machen das einmal so. Und einmal dann zurück zu Lane.
Ja, also bisher läuft es doch ganz gut für uns. Ich habe bisher kein Problem damit. Guck mal, Botlane läuft auch sehr, sehr gut. Also einen Kaffee nebenbei trinken, wir haben ja noch früh morgen. Also hätte ich es auch gar nicht erwartet, sowas, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass sowas passiert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Zack, aber werden die Gegner dadurch unverwundbar oder werden die, oder können wir die noch trotzdem... Okay, Mana kostet und... Ja. Das ist eine gute Frage, ne? Weiß ich gerade gar nicht, wie es abläuft. Guck mal, hier machen wir mal... Komm her. Achso. Ne, dann hauen wir doch lieber einmal ab. Okay, komm schon. Oh mein Gott, wir machen sie sogar. Wir machen es sogar hier. Good job. Oh mein Gott, guck mal, wir können ja einmal die Mobs abholen. Wir können einmal die Mobs abholen. So, komm, dann machen wir den hier einmal. Machen wir den hier einmal fertig eben. Oh Gott, das wird mir sonst zu gefährlich. Oh nee, Gott, das war nochmal sehr glücklich gelöst. Aber ich hatte jetzt gerade sehr viel Angst, dass ich den verliere. Das war mir gerade nichts wert. So, guck mal, die beiden holen wir nochmal ab hier. Den hier können wir währenddessen einmal nochmal kurz machen und dann einmal direkt wegsmiten. Somit sind wir nämlich schon mal Level 6, währenddessen der Lee immer noch Level 4 ist. So, 51 Sekunden, das ist gerade nicht gut, aber okay. Dann habe ich damit halt kein Problem. Und es steht bisher 10 zu 0. Und ich glaube, das sagt schon alles aus. 10 zu 0. Na, schade. Aber hier ist schon mal die Ulti draußen. Dann ist der nämlich schon mal weg. So, der ist keiner. Dann heilen wir uns hier eben einmal hoch. Zack, und gehen dann einmal nach da oben hin. Und laufen, 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 laufen. Okay. Dann halt, komm her, Daisy. Dann laufen wir beide mal irgendwo hin. Dann laufen wir einmal hier den hier machen. Machen wir einmal eben dann hier. Den Herald. So, müssen wir mal eben aufpassen. 500, ne? Ja. So, zack. Komm, dann platzieren wir den einmal hier hin. Gehen wir einmal direkt zum Midlane. Wenn es da schon läuft, dann... Platzieren wir den einmal hier. Und wir gehen dann weiter abfarmen. 13 Sekunden noch. Dann holen wir einmal den Red Buff auch noch ab. Zack, den habe ich schon mal. Den holen wir uns einmal ab. So, und dann gehen wir auch mal back und dann können wir uns ja schon mal genau das Item kaufen. Ja, ne, wie gesagt, läuft ja sehr gut. So, was war denn das jetzt hier ab Stufe 5 erscheint ein zusätzlicher Buff, wenn einmal ein Buff befreit oder 5 mit einem Buff Monster töten. Okay, das können wir schon mal machen. Komm, hol dir den Buff mal ab. Hol dir den Buff mal ab, den Red Buff.
Aber wie es aussieht, möchte sie den Buff wohl nicht haben. Okay, dann ist es halt so. Wenn sie den nicht haben möchte, dann halt nicht. Kann man auch nicht umändern. Aber wenn ich den jetzt so mache, ne, können die anderen Leute den immer noch angreifen oder nicht? Das ist halt die Frage, die ich mir gerade stelle. Keinen Schaden zu stattdessen mit einem Rest an Dschungelmonster in Haien erschaffen. So, weg mit ihm. Ich glaube, der hat gar keinen Bock mehr. Zack. Sehr gut, Leute. So macht's Spaß, ne? Muss ich sagen. Also so macht's wirklich sehr viel Spaß gerade. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass ich mit Iron so abrocken werde, aber okay. Kein Problem. So, zack. Dann gehen wir nochmal hoch. Dann sind wir jetzt, genau, jetzt gehen wir auf die Q drauf. Weil auf der W ist eigentlich nur zusätzlicher. Achso, wir kriegen da wieder so mal Schaden. So, haben wir uns dann hier einmal hoch. Dann gehen wir einmal hier nach oben hin. Holen uns den auch noch ab, zusätzlich. Und jetzt ist da unten wohl Party, ne? Ja, komm, dann lass mal machen, wenn die Party haben wollen. Ach, Mist. Ja, gut. So, Drake ist ab, bitte einmal mithelfen. Bitte einmal mithelfen, das wäre nämlich wunderbar. Dann hätte ich jetzt nämlich am meisten Spaß. Und zack. Ja, komm, dann lass ich mal einmal Daisy raus. Dann lasse ich die einmal raus. Den hier mache ich dann einmal so. Und dann kann auch der Dings den Buff dann haben, sage ich mal, der Twitch. Und ich sehe gerade unten, kann ich was abholen. Na, guck mal, dann smiten wir einmal direkt drauf. Wenn einer einen Buff haben möchte, soll er ihn bekommen. Ah, wenn. Das ist eine andere Frage, nämlich. So, zack. Oh, jetzt geht's aber los hier. Einmal dann nach da oben hin noch. Wir haben keiner einen Blue Buff haben möchte. Warum? Verstehe ich nicht. Das kann ich jetzt gerade nicht nachvollziehen, warum ich keiner haben möchte. Hallo, hier. Ich saß da solche... Wer sind... Keiner möchte einfach die Buffs haben. Verstehe ich nicht. Ach, guck mal, wir können uns den hier einmal abholen. Sonst meinte ich den hier nämlich auch einmal direkt weg. Zack. Naja, wenn die halt nicht haben wollen, dann ist das nicht mein Problem, ne? Ich habe es angeboten und wenn nicht, dann halt nicht. Nicht jeder will wohl das haben. Weil ich will mich vielleicht darüber freuen, aber naja, ne? Jeder das seine halt. So, 241, 1010. Läuft bisher ganz gut. Guck mal, die haben es auch alles unter Kontrolle, die Leute. Also die brauchen mich jetzt nicht unbedingt dafür, für alles. Und die Quiana, die macht gerade. Okay. Ja, gut. Die, wollte gerade fighten. Zu viel. So, dann laufen wir einmal nochmal zu dem einen hin. Der ist mal immer so. Der ist aber, ja, da kommt, da unten ist ein Wort. Aber den, da kann ich jetzt nichts umändern. Dann mache ich einmal so hier. Kriege sogar was zurück. 80 zu 83. Ja, geht eigentlich völlig fit.
Das geht völlig fit eigentlich. So, mal gucken, was wir gleich für Items, auf was wir für Items gehen. Wir können auf ein Schild gehen. Aber okay, wir haben auf jeden Fall so einiges zur Auswahl. So, die Ari, die chillt ja jetzt so richtig schön rum alleine. Zack und weg. Okay, da unten wird gleich auch gekämpft, sag ich mal. Also. So, danke. Immerhin einer, der da gerade hingeht. Ich wollte schon sagen, dann will den einfach keiner haben. So, dann wollen wir einmal hier. Zack. So geht das. So geht das. Oh mein Gott. Zack. Ach Mist. Das war jetzt gerade too much. worauf gehen wir jetzt noch? Wir gehen auf, wenn wir jetzt einmal nämlich auf Magier gehen, dann können wir das hier einmal holen. Es wäre, ja doch. Machen wir es mal so. Unser erster Tod, ganz schrecklich. Triple Kill für den Lee Sin ist genauso schlimm. Naja, ja, ist aber alles kein Problem. Das ist ja alles kein Problem. So, dann laufen wir nochmal runter. Das sind ja meine Wölfe, die ich einmal abnehme. Und die nehme ich ja einmal mit. Dann können wir auf Schuhe gehen, weil wir haben jetzt eigentlich recht gut AP jetzt schon. Damit wir ein bisschen mehr Magieverteidigung haben. Oder nicht Magiedurchdringung, sag ich mal. So, den nehme ich auch nochmal mit hier. Zack. Und dann mal schauen. Wir haben ja unser Dings ja schon fertig. Das machen wir mal so hier. Ich kann bei 900 einmal weg. Genau, verfolgt mal die Siri im Mist. Macht er doch nicht. Er verfolgt die Siri doch nicht. Dann halt der, wie heißt er denn nochmal? Ach, Jorik. Zack, ich will mir selbstverständlich noch ein Assist dazu holen. Da hole ich mir gerne. Sehr gut. Siehst du, alles völlig fit. So, was können wir machen? Guck mal, wir können hier noch ein paar Sachen machen. Mache ich einmal. Ach so, der ist schon weg. Schade. Dann hole ich mir zumindest einen Mana-Buff. Dass ich den schon mal habe. Das wäre dann schon mal ein Vorteil wert. Zack. Full Crit Garen. Ach du Kacke, das ist, ich glaube, nicht unbedingt die beste Idee, oder? Full Crit Garen. Dann smiten wir den hier einmal weg. Und gehen dann mal nach oben eben nochmal hier alles machen. So, dann haben wir die schon mal. Fighten will ich jetzt ungern. Dann können wir schon mal zumindest Schuhe kaufen. Zack. So, Mana-Buff hast du ja auch noch eigentlich zur Verfügung. Wir sind Level 11, Level 13, 11, 11, 10. Okay. Will man nicht sagen, dass wir irgendwo besser sind, schlechter sind. Die machen es ohne mich sogar. Na gut, du hast gefeedete Menschen halt, ne? Also von daher. Gut, damit würde ich auch sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann einen Daumen nach unten. Aber bitte kommentieren, wieso, weshalb, warum. Und dann, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge, Leute. Haut rein.